Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Wir sind im nächsten Level. Wir können ja diese Sterne zerschlagen. Und ich habe übrigens Mist gelabert. Das ist doch nicht das falsche Kleid. Das nächste Kleid wird erst, wir befinden uns hier, wie soll ich sagen, in so einer Art Zwischenlevel. Zumindest soweit ich mich daran erinnere. Und das nächste Kleid wird dann auch erst freigeschaltet, wenn wir wirklich hier durch sind. Warte mal. Kommt man da irgendwie rüber? Hier ist wieder so ein blödes Blutegel etwas. Ich glaube, das Level hier ist relativ kurz. Da hinten seht ihr auch schon die... Da hinten seht ihr auch schon so eine Art... Wie heißt das? Schiff in der Flasche. Ich weiß nicht, ob das einen Namen hat. Kann ich... Nee, hätte sein können, dass ich mit dem Pferd da drin... Hier kommen nämlich jetzt langsam so Stellen, die man mit diesem Holzpferd freischalten kann. Das sind dann irgendwie so Löcher irgendwo, beziehungsweise Schwachstellen. Oh Gott, diese Dinger, ne? Diese Dinger, die sind echt ätzend. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ich finde es echt krass, also den Typen da, ne, diesen großen, dicken, fetten da, den haben wir irgendwann mal als Boss bekämpft. Und jetzt taucht er einfach so auf. Mittendrin. Ja, Schnetzel, Schnetzel, aua. Komm, stirb weg. Und du auch noch. Ups. So. Das erledigt. Was ist das? Kann ich mich ja gar nicht mehr dran erinnern. Wir kommen jetzt übrigens langsam, langsam aber sicher dem Level näher, bis wohin ich gespielt habe. Ach ja, und das hier ist übrigens die Ecke, wo wir, wo wir das Pferd benutzen können. Schick. Aufgefetzte Eule. Es ist... Nein! Es ist Hedwig! Was habt ihr mit Hedwig getan? Sie haben Hedwig getötet, ihr Schweine! Ich höre übrigens eine Schnauze, aber ich weiß gerade nicht wo. Wo bist du? Da unten. Ich habe sie gefunden. Bin gut im Schnauzen finden. Ein Körbchen. Da müssen wir hin. Ist klar, aber ich gehe erstmal hier zu diesem total lieb und nett aussehenden Yeti. Der will bestimmt nur unsere Wunden pusten. Ja, ich bin genau im richtigen Moment gesprungen. Das war Skill, liebe Freunde. So, oh Gott. Ich glaube, der... Alter! Der Abstand ist ganz schön gering. Wir haben sehr wenig Zeit zwischendurch. Muss man echt flott sein. Aber wir müssen Gott sei Dank nicht nochmal zurück. Wir können hier unten lang. Oh nee, warte mal. Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht, oder? Hier ist schon wieder ein Vogel. Aber das ist ein anderer Vogel. Nein, sie haben Angry Birds getötet. Okay, ich höre auf. Oh. Das Ding haben wir doch schon. Egal, wir sammeln es trotzdem nochmal ein. Steckenpferd. Zerstört Hindernisse mit ungezügelter Kraft. Galoppiert durch Gegnerreihen. Ja, kämpfen tue ich damit nicht allzu gerne, weil das Ding einfach fürchterlich langsam ist. Aber es ist möglich, dass wir das mal bei irgendeinem Gegner brauchen werden. Ice Snark.
Vermutlich sogar bei diesem hier. Ups. Ja. Warum auch immer wir da jetzt nicht... Warum auch immer wir da jetzt nicht das, die Warp-Halt-Klinge benutzen können. Können wir sicherlich, aber... Au! Seid lieb, Fischleins. Oh. Ich wusste gar nicht mehr, dass die mich einfrieren. Okay. Genau, in die Klinge gesprungen. Nicht von der Klinge gesprungen, sondern in die Klinge gesprungen. Vergiss nicht, deine Zähne auszugeben. Ach ja, die Zahnfee. Da werden Erinnerungen wach. Nicht, dass ich die Zahnfee schon mal getroffen hätte, aber das bezieht sich gerade auf eine ziemlich kranke Runde Planet Side 2. Wir haben überhaupt nicht... Oder? Können wir das Pferd vielleicht upgraden? Ne, 500 brauchen wir. Okay, ne, haben wir noch nicht. Da müssen wir erst noch ein bisschen sammeln. Die Sonne ist eingefroren. Die sieht nicht besonders glücklich aus. So, dann gehen wir mal noch... Ups. Hier was aus dem Weg räumen. Hier können wir auch noch mal hacken. Oh Gott. Das sieht echt gruselig aus. Da ist eine Erinnerung. Die holen wir uns doch mal ab. Wenn ich denn wüsste, wie man da hochkommt. Da ist eine Schnauze, die wird uns dabei sicherlich helfen. Ja. Schlechte Nachrichten. Das Schiff wurde zerstört. Die Besatzung ist verschollen. Es war nicht gemacht für das arktische Packeis. Dieser internationale Wettstreit bei Polarexpeditionen ist eine Vergeudung von Menschenleben. Wie lange ist das her, dass das Thema war? Verdammt lange. Aber das spielt ja hier auch in der Vergangenheit. Da unten sind wieder welche von diesen komischen Taucher, Anglerfischen. Die machen wir mal noch platt. So. Seid lieb, Fischileins. So. Die schlitzen wir einfach direkt mit auf. So, voll ins Gesicht gezimmert. Und es ist wieder still. Da oben kamen wir her. Da hinten ist eine abgebissene Ente. Man fragt sich, wer das war. Wer diesen Vögeln das zugetan hat. Kommt mal da hoch. Da ist ein Schlüsselloch. Oh, das ist ja auch noch verborgen. Also langsam sind die Sachen ganz schön versteckt. Ich kann mich nur wiederholen. Beim letzten Mal habe ich das wirklich alles überhaupt nicht gesehen. Das ist selten... Ach, guck mal, ein Pelikan. Das ist selten, dass man mal in einem Let's Play mehr bemerkt als ohne. Also ohne aufzunehmen. Sternchen. Fritz Whittles konnte bisher noch jede Ginflasche in einer Stunde leeren. Würde für ein paar Pence und einen ordentlichen Schluck blaues Wunder fast alles tun. Hm. Ja, die Informationen der Erinnerungen sind halt völlig optional. Das wisst ihr ja schon. Man kommt natürlich auch sehr gut ohne sie klar. Noch eine Flasche. Ups. Ups, und ich kann euch übrigens auch schon verraten,
dass das nächste Level, was hier auf uns wartet, extrem schön aussieht. Also mir also das ist ja so mein Lieblingslevel gewesen. Okay, mir wird verraten, dass hier irgendwo eine Schnauze ist. Bisher sehe ich... Okay, wahrscheinlich erstmal hier hoch. Und auf diese Plattform hier. Wo ist... Wo geht's weiter? Da ist die Schnauze. Okay. Echt viel zu entdecken hier. Cool. Ich stehe auf sowas. So. Bams! Und wir haben noch ein paar Zähne. Leider nur Zähne. Ich hatte ja gehofft, das wäre noch eine Erinnerung, aber man kann nicht alles haben, liebe Freunde. Man kann nicht alles haben. Zack! Hoch da. Und jetzt kommt wieder eine Rutschpartie. Oh. Ich glaube, diese Teer-Dinger sind nicht gut, wenn wir da reinrutschen. Das Rutschen ist übrigens sehr gut zu steuern. Also, das sieht schwerer aus, als es ist. So. Überhaupt würde ich eigentlich jedem empfehlen, dieses Spiel mit dem Controller zu spielen. Das macht alles so viel einfacher. Müssen wir hier rein? Okay, hier sind wieder welche von den Dingern. Boah, wie einfach die zu besiegen sind, wenn man die mit dem Pony tötet. War mir ja bisher gar nicht so klar irgendwie. Komm schon, das war ja wohl nicht zu spät. Egal, ich hacke, ich hacke, ich hacke. Kann ich auch. Ich glaube, das interessiert ihn nicht so richtig, wenn ich mit dem. Wo hackst du hin? Da bin ich nicht. Na egal. So. So, liebe Freunde, ich glaube, die Folge ist zu Ende. Ja, die ist schon lange zu Ende. Ups, bisschen zu lang geworden schon. In der nächsten Folge geht es weiter und ich glaube, dann werden wir auch... Was war das? Und ich glaube, dann werden wir auch in das nächste Level kommen. Und dann werden wir das neue Kleid sehen und überhaupt wird alles richtig cool. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei und bis zum nächsten Mal. Ciao!